Herzlich willkommen, liebe Dozentinnen und Dozenten. Heute geht es um das Thema schlagfertig reagieren. Mein Name ist Christian Zielke, ganz einfach zu merken, wie das Ziel mit KE, Ziel klar erkennen, Ziel konstant erreichen. Heute geht es um Ihr Ziel, wie Sie schlagfertig im Unterricht reagieren können auf Situationen, auf die Sie nicht vorbereitet sind. Was erwartet Sie? Angemessen auf Provokationen reagieren ist das erste Thema. Dann Konflikte entschärfen und schließlich schlagfertig antworten. Mit diesen drei Themen werden wir uns gleich beschäftigen. Wie reagieren Sie auf Provokationen? Provokationen können in verschiedener Weise vorkommen, zum Beispiel durch kurze Kommentare, zum Beispiel die Folien sehen mal wieder aus wie langweiliger Einheitsbrei. Tja, was machen Sie, wenn Sie so etwas hören? Was machen Sie, wenn Sie hören von einigen Teilnehmern, und dafür hat die nun studiert? Willkommen zur Märchenstunde. Wie reagieren Sie bei Provokationen? Das Allercharmanteste wäre, es einmal zu überhören. Tun Sie so, als wenn Sie es gar nicht gehört haben und gehen Sie einfach weiter zum nächsten Stoff, denn dadurch haben Sie gar keinen Konflikt. Wie oft können Sie es überhören? Maximal zweimal, denn dann erwartet das Publikum sofort eine Reaktion von Ihnen. Sie haben nur ein Problem. Wenn Sie als Dozentin, als Dozent angegriffen werden, dürfen Sie selber nicht angreifen. Denn was passiert, wenn Sie selber nochmal zurückangreifen? Etwas, was nicht passieren sollte und auch schädlich ist für den weiteren Verlauf des Unterrichts, nämlich eine Spaltung. Eine Spaltung der Gruppe in Für und Wider. Sobald Sie als Dozent jemanden angreifen, wird sich automatisch irgendjemand aus der Gruppe mit dem Angegriffenen verbünden und sich gegen Sie stellen. Das haben Sie doch als Dozentin, Dozent gar nicht nötig. Deswegen ist es immer wichtig, die Grundbedürfnisse der Zuhörer zu beachten. Und es gibt vier Grundbedürfnisse. Wenn Sie die beachten, geht alles gut. Das erste Grundbedürfnis ist, geliebt zu werden. Das heißt, geben Sie den Zuhörern immer das Gefühl, dass Sie sie lieben. Dann geachtet werden. Geachtet werden ist wichtig bei der Schlagfertigkeit. Geachtet werden heißt, jeder hat das Bedürfnis, sein Gesicht zu wahren. Reagieren Sie so, dass der Einzelne sein Gesicht wahren kann. Das dritte Grundbedürfnis ist, Recht zu haben. Jeder meint, er hätte Recht, auch wenn er aus Ihrer Perspektive her Unrecht hat. Entweder lassen Sie es zunächst stehen oder stellen Sie es auf einer ganz anderen Ebene richtig oder sagen Sie einfach nur, ja, aus Ihrer Sicht könnte es so sein, wissenschaftliche Studien haben ergeben das und das. Recht haben. Und das letzte Grundbedürfnis ist, wichtig sein. Solange Sie sich an diese vier Grundbedürfnisse ausrichten, geliebt werden, geachtet werden, Recht haben und wichtig sein. Solange Ihre Reaktionen das beachten, ist alles gut. Also, beachten Sie die Grundbedürfnisse Ihrer Zuhörer und reagieren Sie angemessen in drei Schritten. Einfache drei Schritte. Der erste Schritt ist, den Konflikt erstmal zu entschärfen. Der zweite Schritt, Regeln zu vereinbaren, Regeln über das weitere Vorgehen. Und der dritte Schritt, schlagfertig antworten. Die Schlagfertigkeit kommt erst ganz zum Schluss. Fangen wir an beim ersten Schritt, Konflikte entschärfen. Konflikte entstehen oft dann, wenn Sie etwas falsch verstehen, missverstehen. Deswegen gibt es die erste Regel, erst verstehen und dann antworten. Erst verstehen und dann antworten heißt, versuchen Sie einmal das, was Sie gehört haben, mit eigenen Worten zu wiederholen. Erst dann stellen Sie sicher, dass Sie den anderen richtig verstanden haben. Erst dann vermeiden Sie Missverständnisse. Und um Missverständnisse zu vermeiden, gibt es zwei Möglichkeiten, die ich Ihnen vorstellen möchte. Das erste ist paraphrasieren. Sie wiederholen das, was Sie gehört haben, mit anderen Worten. Habe ich Sie richtig verstanden? Das. Paraphrasieren. Zweite Möglichkeit, die noch besser ist, noch eleganter ist, ist die Möglichkeit, den Einwand als Wunsch zu verwandeln. Sie möchten also das. Klammer auf, dieser Einwand nicht mehr besteht. Einwand als Wunsch verwandeln. Nehmen wir ein Beispiel. Jemand sagt, das ist völlig unrealistisch. Um das nun zu entschärfen, könnten Sie paraphrasieren, Sie könnten sagen, sind also der Meinung, das ist nicht so realistisch. Dann sagt der andere ja. Wenn er nein sagt, fragen Sie, was meinen Sie denn? Und paraphrasieren dann wieder. Die Paraphrase hat eventuell einen Nachteil, wenn Sie das Negative wiederholen, bleiben Sie im negativen Bereich. Besser ist, Einwand als Wunsch verwandeln, würde bedeuten, Sie möchten also, dass hier etwas Realistisches passiert. Da sind Sie sofort auf der positiven Ebene. Anderes Beispiel. Jemand sagt, das kostet zu viel Zeit. Paraphrase wäre, habe ich Sie richtig verstanden? Sie meinen, es ist sehr zeitintensiv.
Einwand als Wunsch verwandeln wäre, Sie möchten also etwas machen, was Zeit spart. Etwas machen, was Zeit spart, ist wieder positiv und Sie haben sofort eine positive Stimmung innerhalb der Gruppe. Einwand ist, ist es zu teuer. Paraphrase wäre, Sie meinen, das wäre zu teuer. Einwand als Wunsch verwandeln wäre, Sie möchten also eine günstige Lösung haben. Wenn es geht, nehmen Sie immer den Einwand als Wunsch verwandeln, weil Sie automatisch eine positive Ja-Haltung haben. Und wenn Sie eine positive Ja-Haltung beim anderen erzeugt haben, ist die Möglichkeit, dass Sie einen Konflikt deeskaliert, relativ gering, weil er erstmal unten gehalten wird. Das ist Paraphrasieren, Einwand als Wunsch verwandeln, soweit zu den Möglichkeiten, einen Konflikt zu entschärfen. Denken Sie daran, erst verstanden werden und dann antworten. Nun gehen wir davon aus, Sie haben es verstanden, was der andere gesagt hat, und nun kommen wir dazu, dass Sie kurz Stellung nehmen. Wenn es geht, nur relativ kurz Stellung nehmen. Und die Frage ist dabei, wie antworten Sie dann freundlich? Wenn es geht, versuchen Sie, den Konflikt zu entschärfen und Regeln zu vereinbaren. Es gibt drei Regelungen, die Sie vereinbaren können für das weitere Vorgehen. Die erste Regelung wäre, Sie wurden zwei, dreimal etwas Kritisches gefragt, Sie haben zwei, dreimal geantwortet und nun wollen Sie aber weitergehen im Unterricht. Das heißt, Sie wollen eine Regelung treffen, dass es weiter nach vorne geht. Der erste Step wäre, Sie machen die erste Vereinbarung. Die erste Vereinbarung ist Ihr eigener Vorschlag, wie man in dieser Situation vorgehen sollte. Da gehen Sie in drei Schritten vor. Zunächst beschreiben Sie, was passiert ist. Dann schlagen Sie ein weiteres Vorgehen vor und schließlich fragen Sie nach dem Einverständnis. Beschreiben, was passiert ist. Sie sagen einfach, nun fragen Sie mich schon zum dritten und vierten Mal über das Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich habe Ihnen schon zum dritten, vierten Mal geantwortet. Sie machen einen Vorschlag fürs weitere Vorgehen. Ich schlage vor, dass wir die weitere Diskussion in die Pause verschieben, damit auch die anderen Teilnehmer noch andere Themen mitbekommen, die wichtig sind. Sind Sie damit einverstanden? Nach Einverständnis fragen. Das ist das rein diplomatische und auch die sehr, sehr wichtige Funktion, damit Sie sich nochmal zusätzlich ein Ja abholen. Ich schlage vor, wir gehen folgendermaßen vor, sind Sie damit einverstanden? Was machen Sie, wenn der Typ dann Nein sagt? Dann geht es zur zweiten Vereinbarung. Zweite Vereinbarung heißt, Sie fragen einfach, was schlagen Sie denn vor, wie sollten wir vorgehen in Anbetracht der Tatsache das? In Anbetracht der Tatsache das heißt, Sie schränken die seine Lösungsmöglichkeit schon mal ein in eine ganz besondere Richtung. Und wenn Sie dann sagen, in Anbetracht der Tatsache, dass wir wenig Zeit haben, noch viele andere Themen zu besprechen haben, was würden Sie dann vorschlagen? Dann haben Sie schon mal vorprogrammiert eine gewisse Tendenz der späteren Vereinbarung. Was ist, wenn er einen egoistischen Vorschlag anbietet, zu dem Sie so nicht Nein sagen? Er sagt zum Beispiel, ich bin hier hingekommen und möchte nur dieses eine Thema behandelt haben. Dann machen Sie die dritte Vereinbarung. Die dritte Vereinbarung ist die Vereinbarung mit den anderen Teilnehmern, die andere Interessen haben. Sie sagen dann, das ist eine Möglichkeit vorzugehen, vielleicht gibt es noch andere Möglichkeiten, eine Vereinbarung zu machen. Und Sie fragen dann rechts, in der Mitte und links nach weiteren Vorschlägen. Sie fragen die Teilnehmer, von denen Sie wissen, dass hier entgegengesetzte Vorschläge kommen. Und wenn dann entgegengesetzte Vorschläge kommen, dann haben Sie es einfach. Dann sagen Sie, gut, Demokratieprinzip. Gerne würde ich zwar auf Ihren Aspekt noch eingehen, doch Demokratieprinzip, die Gruppe hat entschieden das und so machen wir jetzt weiter. Sollten keine anderen Vorschläge kommen, dann sagen Sie ganz einfach nochmal eine kurze Vereinbarung. Ich schlage vor, ich antworte Ihnen zum letzten Mal, bevor wir weitergehen mit dem Thema. Das ist nichts anderes als Regeln vereinbaren. Konflikte entschärfen und Regeln vereinbaren. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Jetzt erst können Sie es erlauben, schlagfertig zu reagieren. Denn jetzt haben Sie die Sympathie des Publikums. Sie brauchen vom Publikum die Erlaubnis, eigentlich den Revolver jetzt zurückzuschießen, schlagfertig zurückzuschießen. Wenn Sie den Revolver zu früh aus der Tasche holen, haben Sie die Gruppe gegen sich. Jetzt aber, nachdem Sie den Konflikt entschärft haben, nachdem Sie drei bis viermal darauf geantwortet haben, nachdem Sie eine Regelung vorgeschlagen haben, jetzt haben Sie die Möglichkeit zurückzuschlagen. Die Frage ist nur, wie Sie schlagfertig antworten, mit Schalldämpfer oder ohne. Das ist eine Sache des Geschmacks, auch eine Sache des Umgangs oder des Themas als solches. Wenn Sie ohne Schalldämpfer zurückschlagen, dann kann man sich zweisilbige Kommentare einfallen lassen. Sie notieren seine Bemerkung nur mit zwei Silben und gehen dann weiter zum eigentlichen Thema. Einer poppt auf und sagt, es ist zu teuer. Sie haben da schon mal drauf geantwortet, Sie haben eine Regelung vereinbart, jetzt poppt er wieder auf, es ist zu teuer. Dann sagen Sie ganz einfach, aha, Pause und gehen weiter mit dem Thema.
Oder Sie sagen, na ja, Pause, weiter mit dem Thema. Oder so, so, Potzblitz und weiter mit dem Thema. Doch, das sollten Sie besser vermeiden, denn die zweisilbigen Kommentare provozieren sehr. Das können Sie sich nur erlauben, wenn Sie die ganze Gruppe hinter sich haben und es schon sehr stark eskaliert ist. Besser ist es, mit Schalldämpfer zu reagieren und die Frage ist, wie ist das möglich? Ganz charmant, ganz einfach, Sie sagen einfach ja und danach eine Pause. Mit dem Ja sagen Sie ganz einfach, ich habe verstanden, da wurde etwas gesagt, ja. Und nach der Pause gehen Sie mit einem Satz und weiter mit dem Thema. Ja und, die beste charmante Methode, schlagfertig zu reagieren. Ja, ich habe verstanden, gehört, es wurde etwas gesagt und jetzt gehen wir weiter zum Thema. Soweit zu dem Punkt schlagfertig antworten. Gibt es auch noch andere Formen der Schlagfertigkeit? Ja. Wenn Sie damit noch nicht zufrieden sind, suchen Sie sich eine von den anderen Formen aus. Die erste Möglichkeit wäre, den Ball zurückzuspielen. Den Ball zurückzuspielen heißt, den Angriff, den Sie bekommen haben, wenn Sie den als Ball verstehen, diesen Ball einfach wieder zurückgeben zum anderen, indem Sie einfach sagen, Ihre Frage, Ihre Aussage erstaunt mich. Punkt. Und lasst mit einer Pause die Aussage so stehen. Jetzt ist der Ball wieder drüben bei dem Teilnehmer und es liegt an ihm, darauf zu antworten. Wenn da etwas kommt, haben Sie eine Diskussion. Wenn nichts kommt, gehen Sie weiter mit Ihrem Thema. Wenn nochmal was kommen sollte, nehmen Sie die nächste Aussage. Sagen Sie einfach, das überrascht mich sehr. Pause. Und warten, was kommt. In der Regel kommt da nichts mehr. Wenn da noch was kommen sollte, nehmen Sie die nächste Aussage. Ich kann Ihre Aussage, Ihre Frage nicht einordnen. Oder Sie können einfach sagen, Ihre letzte Aussage irritiert mich. Oder ich weiß nicht, wie Sie zu Ihrer Einschätzung kommen. Das ist die Methode, den Ball einfach zurückzuspielen, um zu gucken, was dann kommt. Eine andere Möglichkeit wäre, wenn wir jetzt wenig Zeit haben als solches und Sie wollen vorangehen, dass Sie wieder Ihren Text auf die eigene Kernbotschaft lenken. Das können Sie machen durch ganz besondere Phrasen, die Sie bestimmt schon kennen. Zum Beispiel, ich kann Ihre Bedenken gut nachvollziehen, darf ich Ihnen erläutern, warum wir da und da so und so fortmachen. Sie können auch sagen, ich stimme Ihnen zu und es gibt einen weiteren Punkt, der zu beachten ist, dieser Punkt ist. Sie lenken einfach die Diskussion wieder auf Ihren Standpunkt zurück. Oder Sie sagen, da gibt es einen Aspekt, der zu beachten ist. Und es gibt noch zwei weitere Gesichtspunkte und führen dann weiter. Oder Sie sagen ganz einfach, das ist nicht der Normalfall. Das ist ein Einzelfall. In der Regel ist es so. Punkt, 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 Punkt. Das ist die Möglichkeit, die Kernbotschaft wieder zurückzugewinnen, um darauf zu lenken. Eine andere Möglichkeit wäre zu differenzieren. Zu differenzieren wäre also, bei der Beurteilung sind noch andere Aspekte zu berücksichtigen, nämlich oder ich möchte Ihnen einen anderen wichtigen Aspekt ins Spiel bringen, der bisher noch gar nicht angesprochen wurde. Oder Ihre Frage lässt sich nur vor folgendem Hintergrund beantworten. Und Sie sind wieder zurück beim Thema. Soweit zum Differenzieren. Und die letzte Möglichkeit, die ich Ihnen vorstellen möchte, besteht darin, etwas Negatives wieder ins Positive zu lenken. Also, wenn jemand etwas Negatives äußert, welche Möglichkeiten haben Sie dann, sofort wieder in das Positive hinüberzugehen, damit auch die Stimmung wieder positiv ist? Jemand sagt, das ist ganz schön teuer. Zu aufwendig, nicht praxisbezogen. Dann können Sie ganz einfach antworten, was schlagen Sie stattdessen vor? Oder Sie könnten reagieren mit einer hypnotischen Formel, besser wäre wenn. Und dann sind Sie ruhig. Und jemand, der sich beklagt, der trauert, der beweint, der wütend ist, wird auf die Aussage besser wäre wenn automatisch vom Unbewussten her eine Antwort haben, die dann automatisch kommt. Also immer, wenn Sie Klagende, Jammernde, Weinende haben, sagen Sie ganz einfach, ich kann es verstehen, besser wäre wenn und sind dann ruhig und warten auf die Reaktion, die dann kommt. Wenn dann ein Vorschlag kommt, dann nehmen Sie den zweiten Step, dann sagen Sie einfach, und dazu müssten wir und sind wieder ruhig. Und damit haben Sie automatisch den Lösungsvorschlag, den der Teilnehmer automatisch selber gebracht hat. Besser wäre wenn und dazu müssten wir, sind zwei super Brückensätze, die Sie sich aufheben können für wichtige Situationen, wenn Sie Negatives wieder ins Positive lenken wollen. Soweit zum Punkt schlagfertig reagieren, Konflikte entschärfen, angemessen auf Provokation reagieren. Soweit zu dem Thema schlagfertig reagieren. Vielen Dank.